Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Für euch ist aber der Inhalt von gestern viel wichtiger. Hey mein Schatz, komm! Jetzt geht's hier nicht weiter. Wir sind gerade auf dem Weg zum Schmied. Die Pferde sind wenig motiviert, wie ihr seht. Aber wir waren gestern in Moritzburg beim Springtraining. Unter anderem auch wieder mit Lumpi und haben da ein bisschen für euch gefilmt. Wir hatten 4 Pferde dabei. Ihr werdet aber nur 3 jetzt hier sehen, weil Krawall von Luise geritten wurde. Und ihr werdet jetzt die Püppi, Lumpi und Frieda sehen. Alle haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Endlich war auch wieder Lumpi mit und der war ein bisschen aufgeregt, wie man zum Beispiel jetzt hier in solchen Szenen sieht. Da hat er nämlich lautstark losgewirrt, weil er dachte, er gehört zu den Hengsten im Gestüt. Aber gar kein Problem, einfach direkt noch einmal wiederholt. Mit ihm war es super schön, wieder da zu reiten. Aber wir haben natürlich nur kleine Sachen mit ihm gemacht. Aber der Boden ist einfach perfekt dort und besser kann man nicht antrainieren mit dem Springen wieder ganz entspannt. Und wenn er sich konzentriert, geht das dann auch, dass das ohne große Probleme funktioniert. Das Ganze habe ich auf beiden Händen ziemlich oft wiederholt, um erstmal wieder Rhythmus reinzubekommen und die Distanz dann auch mit verschiedenen Galoppsprüngen geritten. Jetzt hier auf der rechten Hand wieder mit 6, wie auch gerade schon linksrum. Dann so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, den Galopp klein wenig vergrößert hier an der offenen Zirkelseite, wenn man so will. Und dann mit ein bisschen mehr Galopp, aber gleicher Anlehnung, gleichem Fluss und Rhythmus. Dann mit 5 Galoppsprüngen durch und das Ganze dann wieder zurückgeritten. Aber nicht auf 6 Galoppsprünge, sondern direkt auf 7. Heißt also jetzt Galopp versammeln. Ihr seht, der Galoppsprung wird gerade deutlich kleiner. Er muss sich viel mehr setzen. Und dann war mein Ziel eben mit 7 Galoppsprüngen durchzureiten. Hatte auch sehr gut angenommen, sich hier jetzt schön zurücknehmen lassen, ohne dass ich da zu viel in der Hand hatte. Ich hätte hier aber die ersten Galoppsprünge schon so ein bisschen kleiner haben sollen. Dann hätte ich jetzt hier hinten ein bisschen mehr Platz gehabt. So hatte ich die letzte Hälfte der Galoppsprünge kleiner als die erste Hälfte. Das hätte ich gerne noch gleichmäßiger gehabt, aber dafür fangen wir erst wieder an mit dem Ganzen. Wieder mit 6 Galoppsprüngen, danach weiter. Dieses Umspringen hier war absolut nicht geplant, aber Lumpi war so motiviert, irgendwas zu machen. Dann musste ich erstmal wieder nach rechts korrigieren, habe dann einmal einen Zirkel eingebaut, um wieder Ordnung in den Galopp zu bekommen, denn eigentlich wollte ich diese rote Gymnastikreihe auf der langen Seite anreiten. Das haben wir dann danach auch gemacht. Gymnastikreihen sind ja sowieso sein Hasselement, also sich rund machen und da schön drüber springen ist so gar nicht seins. Er ist da ja eher, wie ihr jetzt hier gesehen habt, dass er da mit geradem Rücken drüber springt. Aber auch das ist natürlich für solche Pferde extrem wichtig, immer wieder zu wiederholen, dass da immer weiter Rhythmus und Biegung und Bewegung in den Körper kommt. Auch wenn es ihm nicht gefällt, da muss er einfach durch. Dann ging es einmal von der linken Hand wieder durch die Cavaletti, durch die Diagonale zum kleinen blauen Steilsprung. Da packt ihn die Motivation, so doll wollte ich da eigentlich nicht drauf reiten, aber wenn man dann ein bisschen mit dem Bein mehr drankommt, ist er gleich richtig an und will das natürlich angreifen, weil er genau weiß, dass es jetzt wieder losgeht. Und dann fällt es ihm eben schwer, da wirklich auch rund zu bleiben. Dafür haben wir auch diese V-Stangen, die ihr hier gesehen habt. Er springt ja sehr gerne auch mal sehr doll nach links rüber. Das hier war übrigens richtig toll, da hat er ganz aufmerksam hingeschaut, wo ist die Stange, schönen großen Galoppsprung reingemacht. Aber zurück zu den V-Stangen, die ihr da auch gerade gesehen habt. Das ist für ihn einfach eine sehr gute Übung, weil er mir da mittiger am Sprung bleibt, ohne dass ich da jetzt groß irgendwie am Zügel rumzerren muss oder mit den Beinen zu doll drücken muss. Das ist einfach eine Hilfestellung, dass ich mich auf den Sprungablauf und das Durchreiten konzentrieren kann. Sonst passiert nämlich sowas. Es war jetzt nicht so doll aus der Perspektive gesehen, aber vom Reiten her hat sich das schon viel schlimmer angefühlt. Deswegen habe ich das direkt nochmal wiederholt. Und dann ist er mir auch schon besser, aber bei weitem noch nicht perfekt gerade geblieben. Da wollte er gleich wieder ganz schön los. Da musste ich einmal kurz korrigieren
Und dann hier gebogene Linie zu dem anderen blauen. Hätte ich gern noch gebogener, wirklich in Linksstellung, Biegung durchgeritten. Aber Monsieur denkt sich hier schon, wir sind im Stechen und es geht hier um den Sieg. Deswegen ist er da schon ganz schön motiviert. Aber damit waren wir dann auch schon sehr zufrieden. Wie gesagt, es sollen ja nur so kleine Sachen sein. Und es ging weiter mit Frieda. Bei ihr haben wir jetzt auch vom Warmreiten so ein bisschen mehr mitgefilmt. Bei Lumpi hatte Alex noch aufgebaut, da hatten wir keine Zeit dafür. Aber hier ein paar Sequenzen von der Maus. Die ist ja jetzt noch nicht so oft zu sehen gewesen. Aber sie ist jetzt das, lasst mich kurz überlegen, dritte Mal mit in Moritzburg gewesen. Und sie ist schon deutlich entspannter, wenn man sie irgendwo anders reitet. Also am Anfang, klar, ist das erstmal aufregend. Nicht, dass sie da Terz gemacht hat, aber hat man schon gemerkt, sie brauchte erstmal so 2-3 Runden, bis sie sich auf den Reiter konzentrieren konnte. Und das geht jetzt schon deutlich besser. Sie war ja auch immer sehr eng vorne. Das ist immer noch, wenn dann so die Kraft rausgeht, dass sie sich da gerne mal zu eng im Hals hält. Aber so ist es schon viel, viel besser geworden. Sie muss man sehr, sehr viel über den Sitz reiten. Vorne ist sie weich in der Hand. Man braucht trotzdem eine sehr konstante Anlehnung. Aber sobald man da irgendwie die Beine ein bisschen aufmacht, kommt der Giraffenhals raus. Also da ist schon deutliches Dransitzen gefordert. Aber der Galopp ist hier schon viel geschlossener durch die Monate Arbeit zu Hause. Der große Platz kommt ihr trotzdem entgegen. Sie ist ja eigentlich ein kleines Pferd, also 1,65 ist sie, aber sie hat eine sehr große Übersetzung, sehr, sehr große Galoppade. Das seht ihr jetzt auch gleich in den Cavaletti. Die habe ich hier das erste Mal angeritten und das fand sie gleich ganz schön motivierend. Aber fürs erste Mal, so eine gebogene Linie, hat sie das super gemacht. Ihr seht aber da, wo wir noch deutlich dran arbeiten müssen, dass sie nämlich zum Sprung genauso schön in der Anlehnung bleibt und hier nicht einfach ein Galoppsprung zu früh abgeht. Gleich nochmal korrigiert und dann ging das schon viel besser. Aber sie muss einfach lernen, dass sie auch am Sprung schön in Anlehnung so weiter galoppiert. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, waren das 5 Galoppsprünge auf der Außenbahn. Und bei Lumpi muss ich bei 6 schon mitreiten. Also die Kreuze hat sie ganz toll gemacht, schön hingeschaut. Hier die Planke das erste Mal. Nicht ganz so geglückt, aber nicht wegen ihr. Sie hat ganz toll mitgemacht, aber die hintere Stange war ein bisschen zu weit dran. Das mussten wir dann nochmal weglegen, das kann passieren. Dann das zweite Mal war sie ziemlich unbeeindruckt von dem Ganzen. Da bin ich gleich weiter galoppiert und habe einfach so, als wäre das jetzt gar nicht so der Plan, einfach nochmal das Cavaletti eingebaut, einfach drüber galoppiert, richtig gut. Und dann ging es einmal rüber, große Galopp. Wendung an die lange Seite zu der roten Linie, die wir auch mit Lumpi vorher schon gemacht haben, aber erstmal im Trab, dass sie da einfach geordneter reingeht und da Zeit hat hinzuschauen. Und ihr seht jetzt hier, sie passt zwar auf, dass sie nicht auf die Stangen drauf tritt, aber so richtig mit den Galoppsprüngen hat das nicht funktioniert, weil mit 5 Galoppsprüngen, wie ich das eigentlich reiten wollte, war das halt auch einfach viel zu eng für sie. Ich bin das dann auch später auf 4 geritten, wie jetzt hier zu sehen. Und musste ich trotzdem noch kurz rangehen, aber das ist jetzt nicht eilig oder überhastet oder sonst was. Sie hat einfach so einen riesigen Galopp. Klar ist sie super motiviert, wie ihr auch hier seht, aber das ist jetzt nicht unkontrolliert. Aber da muss sie einfach lernen, noch mehr bei mir zu bleiben. Wie gesagt, das ist viel über den Sitz, sehr viel übers Bein zu reiten. Und was ihr immer entgegenkommt, ist, wenn ich dann im leichten Sitz bin, weil dann sitze ich nicht so doll dran und sie fühlt sich nicht so sehr geschoben. Aber wichtig ist eben, wie gesagt, bei ihr die Schenkelhilfe. Und dann bin ich nochmal die blaue Linie geritten, blau-blau, wie vorhin auch mit Lumpi, aber auch da mit einem Galoppsprung weniger. Hinten kam ich dann so ein bisschen schräg an, aber da hat sie einen ganz, ganz tollen Sprung gemacht. Und damit haben wir es dann auch belassen. Das war wirklich super von ihr. Sie hat ganz tolle Sprünge gezeigt, hat sich gut reiten lassen. Und ja, da haben wir gedacht, das reicht für den Tag. Last but not least ging es noch weiter mit der Püppi. Sie ist ja jetzt schon länger wieder im Training als Lumpi. Sie hatte ja hinten dickes Sprunggelenk, also das war jetzt nichts Schlimmes. Sie war auch nicht lahm, aber wenn ein Pferd ein dickes Bein hat, brauche ich da auch nicht weiter trainieren. Deswegen hat sie nach der geplanten Pause nochmal ungeplante Pause einlegen müssen. Aber zu Hause war sie jetzt schon immer richtig schön rittig. Auch mit ihr habe ich diese Übung, wie mit Lumpi auch, mit den verschiedenen Galoppsprüngen hier in den Cavaletti gemacht.
Sie war zu Hause in den Gymnastikreihen immer noch ziemlich fest im Rücken, hat auch die Höhe einfach gar nicht ernst genommen. Also sie fängt halt auch erst ab einigen Löchern höher an, wirklich durch den Körper zu springen. Aber wichtig war jetzt wirklich für sie, dass sie locker in Anlehnung durch den Rücken geht, ohne mir da vorne irgendwie rumzunörgeln, was sie ja auch gerne mal versucht. Und auch hier diese Tempounterschiede, ob vor, ob zurück, haben super gut geklappt. Dann haben wir mit ihr viel mit Vor- und Nachstange gearbeitet. Das wissen wir, dass das für sie immer eine sehr, sehr gute Übung ist, dass sie aufmerksam ist, dass sie einerseits kräftig abspringt, genauso aber in der Landung sofort wieder fokussiert ist, wo geht's weiter und nicht einfach planlos weiterrennt. Und hier schon richtig schön gesetzt, sogar mit einem Galoppsprung mehr. Durch die Kreuze hat sie erstmal einen Versuch gebraucht, bis sie gecheckt hat, wie die Stange da funktioniert. Aber war dann beim zweiten Mal gar kein Problem, einfach weiter galoppiert und noch einmal geritten. Da ist sie dann auch wie Lumpi ganz aufmerksam über die Stange gesprungen und nicht da irgendwie drüber gekraxelt und gelaufen. Aber das sind so Sachen, ja, da mache ich jetzt auch nicht viel, das reite ich einfach nochmal an, gebe so ein klein bisschen Stimme dazu, dass sie aufmerksam ist. Aber ich weiß ja, dass sie das kann, das ist ja jetzt keine Aufgabe für sie in dem Sinne, da soll sie einfach nur aufmerksam sein. Und wenn man das dann nochmal wiederholt, wissen sie dann, was die Übung ist und dann geht das schon viel besser. Durch die Cavaletti wieder mit 6 Galoppsprüngen durch, durch die Diagonale hier zu dem Blauen wieder mit Vorstange. Jetzt fängt sie schon immer mehr an, den Rücken zu öffnen, sich rund zu machen überm Sprung. Einmal den Blauen hier mit einzeln eingebaut, ganz entspannt. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen nacheinander gemacht, hier die rote Linie. Weiter, auch für sie haben wir hier so ein bisschen V-Stangen hingelegt. Bei ihr ist es genau andersrum. Lumpi springt gerne nach links, Püppi hingegen springt gerne nach rechts. Warum ich hier abgewendet bin, nicht weil es nicht gepasst hat oder ich mich verzuppelt habe oder sonst was, aber danach war ein Pferd hinter der Kombination und da war ich genau reingeritten. Das wollte ich natürlich nicht, deswegen eine extra Runde und dann richtig schön fleißig. Da hat sie dann auch von den Kreuzen noch mitgenommen, wie sie da schön fleißig durchspringen und durchgaloppieren soll. Genau richtig gewesen. Zum Schluss nochmal den Blauen. Da es aber noch nicht so der perfekte Sprungablauf und Rhythmus war, bin ich das dann direkt alles noch einmal nacheinander geritten. Angefangen mit den Cavaletti, hier mit 6 Galoppsprüngen, schön klein. Hätte ich auch den ersten gleich noch ein bisschen mehr ransetzen können, dann hätte ich hinten einen kleinen Ticken mehr Platz gehabt. Einmal weiter zu Blau, so ein bisschen groß, aber ganz aufmerksam, sich dabei wunderbar rund machend, sofort wieder bei mir gewesen, rhythmisch schön kräftig reingesprungen und raus aus dem Steilsprung, wirklich bilderbuchmäßig durchgezogen, rhythmisch hier in die kleine Kombination rein, ohne dass ich da irgendwas machen musste. Und dann ging es zum Schluss noch einmal über den Blauen und was soll ich sagen, ich bin mit allen Pferden mehr als zufrieden. Es war ein super Training, super Vormittag und ich denke, so können wir weitermachen und weiter trainieren.